Lott? Ja. Ja, guten Morgen, Chef. Entschuldigen Schon gut, setz dich wieder hin, spiel weiter. Gibt's was Neues? Nein. Wo sind denn die anderen? Oh, die schlafen ihren Silvesterrausch aus. War ja auch eine tolle Feier. Gewonnen. Ja, mein letzter Zug. Dreh die Heizung an, es ist kalt hier. Komm rein, Lapointe, und mach die Tür zu. Heute Nacht hatten wir 5 Grad Kälte. Mhm. Neujahrsbesuch. Ja? Ich möchte zu Kommissar McGregor. Hatten Sie sich angemeldet? Nein, die Sache ist sehr dringend. Ich habe wenig Zeit. Wir auch. Er soll reinkommen. Was will er denn? Wo ist Kommissar McGregor? Hier sitzt er. Lass uns allein, Lüker. Lapointe, zieh das mal durch. Ja. Ich bin sehr eilig. Ich muss zur Arbeit. Hm. Ich habe gesagt, ich bin beim Zahnarzt und käme eine halbe Stunde später. Hm. Und wie heißen Sie? Xavier Martin. Ja. Xavier Martin. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Herr Kommissar. So. Darf ich? Bitte. Ja. Na? Sie sehen vor sich den ungekrönten König des Modelleisenbahnbaus. So. Ich bin nicht verrückt. Warum sind Sie zu mir gekommen? Ich war vorher schon beim Psychiater, aber er sagt, ich sei ganz normal. Sind Sie anderer Meinung? Ich war nicht ganz sicher. Und deshalb ging ich zu Dr. Steiner, dem Neurologen. Seine Praxis ist am Danfert-Rochereau-Platz. Am Danfert-Rochereau-Platz. Er hat mich eine Stunde lang untersucht. Hm. Er stellte fest, ich sei völlig in Ordnung. Mhm. Wie soll ich jetzt anfangen? Wo wohnen Sie denn? Avenue de Châtillon 17. Avenue de Châtillon. Ja, ich bin Verkäufer in einem Spielwarengeschäft. Und zwar in den Grand Magasin du Louvre. Meine besondere Liebe gilt elektrischen Eisenbahnen. Aha. Vielleicht haben Sie zufällig unsere Weihnachtsausstellung gesehen, Herr Kommissar. Der Gare Saint-Lazare ist eine wahre Meisterleistung. Naturgetreu, bis ins Detail wurde er von mir aufgebaut. Übrigens, meine Frau will mich umbringen, deswegen bin ich hier. Ihre Frau? Ich will damit weiter nichts gegen Sie gesagt haben. Nur, dass sie Sie umbringen will? Ja. 15 Jahre sind wir verheiratet. In der ganzen Zeit haben wir uns nie gestritten. Ein vorbildliches Paar. Aber Ihre Frau will Sie umbringen? Ja. Warum? Vielleicht ist sie verrückt. Ich bin's jedenfalls nicht. Das hat mir ja Man muss ja nicht unbedingt verrückt sein, wenn man jemanden umbringen will. Ich wollte meine Frau auch von Dr. Steiner untersuchen lassen, aber Jenny war leider unter keinen Umständen dazu zu bewegen. Ihre Frau heißt Jenny? Nein, Giselle. Jenny ist ihre Schwester. Sie lebt bei uns. Habe ich Jenny gesagt? Ich meine natürlich Giselle. Hm. Ich nehme an, dass Sie einen triftigen Grund für Ihren Verdacht haben. Oh, ja. Hier, in Ihrem Labor wird man feststellen, dass das Zinkphosphid ist. Und woher wissen Sie das so genau? Ein Geschäftsfreund von mir interessiert sich für Chemie. Er hat sich sogar ein Labor eingerichtet. Hm. Es handelt sich einwandfrei um Gift. Und da bin ich stutzig geworden. Neulich habe ich einen Topf Leim umgestoßen und suchte was zum Wegwischen. Und da habe ich eine Flasche von diesem Zeug gefunden, ohne dass meine Frau es gemerkt hat. Mhm. Ich frage mich, was wollte sie mit dem Gift? Vor allem in diesen großen Mengen. Wahrscheinlich ein Rattengift. Ja, kann sein. In geringen Dosen wird es sogar als Medizin verwendet. Aber in der Flasche waren 50 Gramm. Mhm. Warum hat sie das Gift vor mir versteckt? Fragen Sie sie doch mal. Aber sie würde mir doch nie die Wahrheit sagen. Das ist doch ganz klar. Übrigens, seit ein paar Wochen habe ich ziemliche Schmerzen in der Magengegend. Hier. So. Früher hatte ich das nie. Ah. Der Staatsanwalt will die Lanier-Akte haben. Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich sage der Sekretärin, dass wir sie hinschicken. Hm. Moment, Monsieur. Ja, geht in Ordnung. Wird gemacht. Durch einen Boten. Nur in einer Viertelstunde. Bitte. Haben wir alles beisammen? 1, 2, 3. Aber lass die Bitte den Empfang bestätigen, sonst sind wir wieder die Dummen. Bringen Sie das rüber zur Staatsanwaltschaft. Lapointe! Ja? Wo ist er denn hin? Hast du ihn gesehen? Ja, er ist eben weggegangen und hat sich noch freundlich verabschiedet. Wollten Sie ihm noch was sagen? Soll ich ihn zurückholen? Ja. Nein. Wir werden ihm nicht auch noch hinterherlaufen. Komischer Kauz. Jetzt hätte ich gern ein Glas Bier. Nein, es ist zu kalt. Grog? Ja, nicht schlecht. Soll ich jemanden schicken? Nein, das Gesöff ist doch lauwarm, bis es hier ist. Ich gehe rüber in die Kneipe. Komm mit. Aber du musst dir den Mantel anziehen. Ach, was, das ist nicht nötig. Was heißt hier nicht nötig? Wenn du dir einen Schnupfen holst, können wir deine Arbeit auch noch übernehmen. Chef? Ja? Da will sie jemand sprechen. Natürlich, hier kommt man auch zu gar nichts. Madame Xavier Martin. Oh.
Soll reinkommen. Und was ist mit mir, Chef? Trink deinen Grog auf mein Wohl. Gemacht. Bitte, kommen Sie herein, Madame. Sie können sich wahrscheinlich denken, warum ich hier bin. Mhm. Mein Mann war doch vorhin bei Ihnen, nicht? Hat er Ihnen das erzählt? Nein, aber ich habe ihn hier reingehen sehen. Sie haben ihm also nachspioniert? Ja. Sie können ruhig rauchen, mich stört es nicht. Danke. Ich rauche viel zu viel. Aber ein Laster muss der Mensch ja haben. Hm. Übrigens, mich stört es auch nicht, dass Sie Pfeife rauchen. Hm. Komische Situation. Langsam müssen Sie sich doch vorkommen, als wären Sie unser Beichtvater. Na, ein bisschen ist das ja auch so. Wissen Sie, was Ihr Mann mir gebeichtet hat? Ja, dass ich ihn vergiften will. Stimmt das? Nein. 15 Jahre sind wir verheiratet und in der ganzen Zeit haben wir uns nicht einmal gestritten. Mein Mann stammt aus kleinen Verhältnissen. Er ist auf einer Farm aufgewachsen. Aber er hat sich ganz schön emporgearbeitet, seitdem wir uns kennen. Xavier ist ein hervorragender Experte für elektrische Spieleisenbahnen. Hoffentlich haben Sie ihn nicht ausgelacht, falls er Ihnen das erzählt hat. Sie müssen nämlich wissen, wenn ich nicht dazu verdienen würde, wäre es schlecht um uns bestellt. Mit was befassen Sie sich denn? Ich verkaufe Büstenhalter und Nieder. Falls Sie mal Bedarf haben sollten. Oh. Um wieder auf Xavier zu kommen, er arbeitet wie ein Wahnsinnig. Besonders in der Weihnachtszeit ist ihm alles über den Kopf gewachsen. Es war einfach zu viel für ihn. Er litt unter Zwangsvorstellungen und bildete sich ein, man wolle ihn von seinem Posten verdrängen. Oh. Sehr merkwürdig. Allerdings, aber das ist noch lange nicht alles. In letzter Zeit hat er sogar mich in Verdacht. Er glaubt, ich wollte ihn umbringen. Das ist doch geradezu krankhaft. Hat er diesen Verdacht offen ausgesprochen? Nicht direkt, aber beim Abendessen neulich hat er gesagt, du wärst eine wunderbare Witwe, meine liebe Giselle. Immer wieder fängt er an zu sticheln, was für eine glänzende Karriere ich ohne ihn machen würde. Er vertauscht die Gläser beim Essen und wartet, bis ich den ersten Bissen heruntergeschluckt habe. Bei jeder Gelegenheit schnüffelt er in der Küche herum. Da behauptet der Arzt noch, er sei völlig normal. Dr. Steiner? Ja, er hat sich von ihm untersuchen lassen. Seitdem ist er, glaube ich, etwas ruhiger. Heute hat er allerdings gesagt, was immer du tust, es gibt jemanden, der über alles Bescheid weiß. Und das sind Sie. Hm. Sie wollen ihn also für unzurechnungsfähig erklären lassen, aber wenn ich nein, recht verstehe. Nein, ich denke ja gar nicht daran. Hm. Ich muss jetzt ins Geschäft. Sind Sie auch in den Grand Magasin beschäftigt? Nein, ich arbeite in Maison Henri, in der Rue Saint-Honoré. Ah, Maison Henri. Ja. Das eleganteste Wäschegeschäft von ganz Paris. Sind dort noch mehr Verkäuferinnen? Nein, ich bin allein. Nur Monsieur Henri ist ab und zu im Geschäft. Er ist gebürtiger Schotte, aber er hat mich trotzdem am Umsatz beteiligt. Dann verdienen Sie ja ganz gut. Es läppert sich zusammen. Und wer macht Ihren Haushalt? Wieso? Sie sind doch den ganzen Tag weg. Meine Schwester macht die Hausarbeit. Seitdem ihr Mann gestorben ist, lebt sie bei uns. Wie heißt sie? Jenny. Hm. Lieben Sie Ihren Mann? Aber sonst wäre ich doch wohl nicht hier. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Im Geschäft. In seinem oder Ihrem? In seinem natürlich. Als ich nach Paris kam, habe ich als Verkäuferin angefangen. Wo lebten Sie vorher? In Rouen. Allein? Was für eine Frage, natürlich nicht. Zuletzt habe ich dort einige Monate mit einem jungen Rechtsanwalt zusammengelebt, aber leider war es eine Enttäuschung. Sie verdienen also mehr als Ihr Mann? Jetzt ja. Stört ihn das? Nein, er hat sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt. Hm. Na gut. Sie wollen also keinen offiziellen Antrag stellen, dass man Ihren Mann von einem Gerichtspsychiater untersuchen lässt? Nein, wie käme ich denn dazu? Tja, Sie müssen mich entschuldigen, ich habe noch zu arbeiten. Haben Sie das Zinkphosphid gekauft? Ja. Warum? Gegen Ratten. In Ihrem Haus? Nein, im Geschäft. Die Rue Saint-Honoré ist eine alte Straße, da wimmelt es von Ratten. Ach ja, ein Fläschchen habe ich mit nach Haus genommen. Die Biester gibt es auch bei uns im Keller. Ja, jetzt verstehe ich. Er hat das Gift gefunden. Deshalb hat er solche Angst. Haben Sie es vor ihm versteckt? Nein, dafür hatte ich doch gar keinen Grund, Herr Kommissar. Heute Abend werde ich ihm alles erklären. Ach, das geht ja nicht. Dann weiß er, dass ich bei Ihnen war. Sie wollen ihm das also verheimlichen, Madame? Tja, ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich bin gekommen, Sie um Hilfe zu bitten. Und jetzt stellen Sie mir Fragen, als ob ich wer weiß, was verbrochen hätte. Nein, Sie haben ja nur ein bisschen Rattengift gekauft. Auf Wiedersehen, Madame. Lucas, La Pointe. Ich brauche einen Dr. Steiner, wohnt am Danfer-Rochereau-Platz. Rufen Sie ihn an und verbinden Sie mich mit ihm. Wer riecht denn hier so nach rum? Ich? Mit Ihrer gütigen Erlaubnis war ich unschuldig. Ach so, ja. Eine ziemlich verzwickte Geschichte. Ein Fall, der noch gar kein Fall ist, aber irgendwas liegt da krumm. Es ist kein Täter da, kein Motiv, es ist überhaupt noch nichts passiert. Aber es könnte was passieren. Mhm.
Ein Giftmord. Da, lass das im Labor analysieren. Wenn's Juckpulver ist, haben die mich ganz schön zum Narren gehalten. Und du, Lapointe, gehst zur Maison Harry in die Rue Saint-Honoré und kaufst dort was. Von Madame Martin. Sie hat dich ja hier nicht gesehen, oder? Nein. Gut. Sie darf aber nicht spitzkriegen, dass du von der Polizei bist. Sieh dir den Laden genau an. Das ist doch ein Damengeschäft, soviel ich weiß, für Unterwäsche und so. Na ja, du sagst, du willst ein Babydoll für deine Freundin kaufen. Ich kann doch nicht plötzlich mit so einem Ding bei ihr aufkreuzen. Da würde ich mich genieren. Na, dann kauf es eben für dich selbst. Sie darf nur nicht merken, dass du ein Kriminaler bist. Mach auf Playboy. Und für dich habe ich auch eine ganz hübsche Aufgabe. Du gehst in die Avenue de Châtillon Nummer 17. Besuchst Madame Jenny und behauptest, du kämst von einer Lebensversicherung. Du musst ihren Nachnamen rauskriegen. Warum von einer Lebensversicherung? Weil ich wissen möchte, ob die beiden Martins versichert sind. Oh. Danke. Womit kann ich dienen, Monsieur? Guten Tag. Haben Sie Nachthemden? Ja, Monsieur. Nicht für mich, für ein junges Mädchen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Welche Größe braucht die Mademoiselle? Och, sie ist ein bisschen kleiner und oben ein bisschen dünner als Sie. Ich meine jetzt nicht Ihren... Sie verstehen mich, Madame. Außerdem handelt es sich ja nur um eine Nuance. Ich habe vor allem an die Schultern gedacht. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Wie wär's mit einem Babydoll? Das hier ist ein besonders reizendes Modell. Es ist ein bisschen kurz geraten. Es ist aber reine Seide mit handgearbeiteter Spitze, Monsieur. Wenn Sie es sagen, wird's schon stimmen. Was kostet es? 117 Francs. 117 Francs? Das ist ja kolossal. Haben Sie auch etwas Einfacheres? Ich meine, ohne Spitzen, in Nylon vielleicht? Nein, Nylon führen wir nicht. Nur reine Seide und Batist. Hier, das ist das Preiswerteste, was ich Ihnen anbieten kann, Monsieur. 85 Francs. Och, dann nehme ich doch lieber etwas anderes, Madame. Vielleicht mit noch weniger Stoff. Aber was? Was ist denn in dem Döschen drin? Wer die Größe recht? Wissen Sie, wo Monsieur Martin wohnt? Ja, dort drüben, an der Ecke Nummer 17. Vielen Dank. Kennen Sie ihn? Oh, flüchtig. Ich habe manchmal geschäftlich mit ihm zu tun. Ich kenne ihn nur vom Sehen. Der war noch nie hier. Der trinkt sicher nur Milch. Also nochmals vielen Dank. Guten Tag, Madame Martin. Ich bin Ihre Schwester, Jenny Sorel. Ist Monsieur Martin zu Hause? Sie sind beide beruflich tätig und ich führe den Haushalt. Kann ich was ausrichten? Ich habe gehört, dass Monsieur Martin an einer Lebensversicherung interessiert ist. Stimmt das? Kommen Sie doch einen Moment rein und warten Sie auf ihn. Danke. Ah, ist aber mollig warm. Ja. Sie kommen also von einer Lebensversicherung? Ja. Sind Sie vielleicht auch daran interessiert? Nein, mein Mann ist gestorben und ich bekomme eine Pension. Er kam durch einen Unfall ums Leben. Oh, das tut mir leid. Entschuldigen Sie, aber ich muss den Tisch decken. Kommt er zum Essen nach Hause? Mein Schwager ja, aber nicht meine Schwester. Die zieht es vor, im Restaurant zu essen. In einer Viertelstunde wird mein Schwager hier sein. Tja, so lange kann ich nicht warten, aber ich hätte auch gern wegen einer Unfallversicherung mit ihm gesprochen. Jemand, der sich täglich dem Straßenverkehr aussetzt, muss damit rechnen, dass er mal einen Unfall hat und dadurch arbeitsunfähig wird. Ich komme heute Abend noch mal vorbei. Das lohnt sich bestimmt nicht, Monsieur. Die beiden sind nämlich sehr hochversichert. Das macht nichts, Madame. Eine zusätzliche Versicherung könnte eine gewisse Unruhe in heitere Gelassenheit verwandeln. Die Policen sind schon hoch genug. 10.000 Francs. 10.000? Ist ja enorm. Ja. Aha. Haben Sie vielen Dank, dann darf ich mich jetzt empfehlen. Versuchen Sie es doch mal nebenan bei unserem Nachbarn. Ja, das ist eine Idee. Es ist doch ärgerlich, so einen weiten Weg umsonst gemacht zu haben. Och, das bin ich gewöhnt. Also, nochmals vielen Dank, Madame. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich glaube, das Spiel wird übertragen. Kannst ja herkommen. Ich sauf mir einen an, wenn Reims verliert. Beim Pokalspiel ist alles drin. Ein Calvados bitte. Sofort, Monsieur. Für mich auch. Kein Grog? Da ist mir zu viel Wasser drin. Wann fängt denn das Spiel an? Um 5. Du bist aber pünktlich. »25 Francs.
Na, das geht auf Spesenrechnung. Zeig mal her. Maigret? So. Ja, danke. Es ist tatsächlich Zinkphosphid. Aha. Weiter. Das ist alles. Und dann bin ich so schnell wie möglich verschwunden. Ich habe sogar meinen Hut vergessen. Nicht schlecht. Dann hast du wenigstens einen Grund, nochmal hinzugehen. Monsieur Harry war also auch da. Haben die beiden was miteinander? Es wäre möglich, aber ich kann es nicht unbedingt beschwören. Hm. Ich bin den beiden gefolgt, als sie weggegangen sind. Sie haben zusammen gegessen in einem Restaurant auf dem Boulevard des Capucines. Stimmt, das sagt auch ihre Schwester. Hast du rausbekommen, wie sie heißt? Jenny Sorel, eine ganz sympathische Person. Hm. Und du hast gesehen, dass Martin sie geküsst hat, als er nach Hause kam. Ja, aber so wie ein Bruder seine Schwester küsst. Das ist sie auch. Nein, es ist die Schwester seiner Frau. Ja, aber was soll sie denn... Behaupte nur nicht, das sei dasselbe. Das ist schon ein Unterschied. Tja, dafür, dass bis jetzt noch nichts passiert ist, haben wir ganz schön zu tun gehabt. Darauf gehen wir einen trinken. Hier wird einem aber auch gar nichts gegönnt. Maigret? Hm? Ah ja. Gut. Soll aufkommen. Unser Freund ist wieder da. Martin? Ja, will mich sprechen. Geh ins Nebenzimmer, aber lass die Tür auf und schreib alles mit. Gut, Chef. Wenn er dann geht, soll ihm jemand auf den Fersen bleiben. Ja, herein. Ah, entschuldigen Sie, dass ich so spät nochmal störe, aber ich konnte mich nicht früher loseisen. Ah. Oh. Ziehen Sie doch Ihren Mantel aus. Ach so, ja. Ziemlich warm hier. Ich habe schon gedacht, ich treffe Sie nicht mehr an. Moment. Ich möchte mich noch entschuldigen, dass ich heute Morgen so sang- und klanglos verschwunden bin. Aber es war höchste Zeit, ich wäre sonst zu spät ins Geschäft gekommen. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Meine Frau war heute Morgen auch bei Ihnen, stimmt's? Ja. Was wollte sie denn? Hören Sie, wenn hier jemand Fragen stellt, dann bin ich das. Oh, Verzeihung. Wollen Sie gegen Ihre Frau Anzeige erstatten? Was nützt denn das? Ich habe ja gar keine Beweise. Und Sie glauben mir ja ich doch nicht, Fragen, oder? Ich stelle Fragen, Sie brauchen nur zu antworten. Gut, aber was haben Sie von meinen Antworten, wenn Sie mir kein Wort glauben? Haben Sie inzwischen das Zeug nachprüfen lassen? Ja, im Labor. Zinkphosphid, nicht? Rattengift. Was meine Frau mitgebracht hat, weil es bei uns Ratten gibt, ja? Das klingt plausibel. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass er es versteckt und mir nichts davon erzählt Vielleicht hat sie es vergessen. Fiesel hat noch nie etwas vergessen. Das alles kommt Ihnen sicher auch reichlich spanisch vor. Ich könnte lügen oder meine Frau. Wie sollen Sie das wissen? Sie sagen es, Monsieur. Heute Morgen habe ich Ihnen erzählt, ich hätte mich von Dr. Steiner untersuchen lassen. Und ohne einen Grund geht man doch nicht zum Psychiater. Vielleicht tue ich aber nur so und spiele den Neurotiker. Es ist wirklich schwer für Sie, das zu entscheiden. Hauptsache, Sie können es. Wahrscheinlich hat meine Frau Ihnen gesagt, ich leide unter Zwangsvorstellungen und bilde mir ein, dass man mich von meinem Posten verdrängen will. Stimmt das? Ja, irgendwie hat sie recht. Ich bin oft sehr nervös. Wenn ich zu Hause was nicht finde, bekomme ich einen Heulkrampf und fange wie ein Wilder an zu schreien. Ist doch verrückt. Haben Sie das Ihrem Arzt erzählt? Er hat mich wie eine Zitrone ausgequetscht. Er hat Fragen gestellt, die würden Ihnen nicht im Traum einfallen. Meinen Sie? Ja, aber ich bin völlig normal. Aber davon überzeugt, dass Ihre Frau Sie umbringen will? Felsenfest. Sollen wir der Sache nachgehen? Das ist doch sinnlos. Oder Sie beobachten lassen? Wie wollen Sie das machen? Sich in der Teekanne verstecken? In der Teekanne? Trinkt Ihre Frau Tee? Nein. Warum soll ich mich dann in einer Teekanne verstecken? Das wäre auch zu viel verlangt. Dann reden Sie nicht so viel Blödsinn. Wir trinken keinen echten, sondern einen Gesundheitstee. Einen Aufguss aus chinesischem Anis. Und der wird in der Teekanne zubereitet. Und dabei könnte sie doch das Gift reinmischen. Wenn Sie unsere Hilfe ablehnen, würden Sie mir dann verraten, warum Sie heute schon zum zweiten Mal hierher kommen? Das ist doch ganz klar, damit Sie Bescheid wissen. Und nicht denken, falls mir was passiert, ich wäre eines natürlichen Todes gestorben. Sie haben es dann viel einfacher. Ich bin gerührt, Monsieur. Ich werde noch mehr für Sie tun, um Ihre Arbeit in jeder Beziehung zu erleichtern. Hm. Ja? Ich selbst werde meinen Tod rächen und den Mörder bestrafen. Wollen Sie etwa damit sagen, dass Sie Ihre Frau vorher umbringen werden? Ja. Nachdem sie mich vergiftet hat, werde ich sie erschießen. Sehen Sie, die wenigsten Gifte führen den Tod sofort herbei und schon gar nicht Zinkphosphid. Vielleicht wird sie jetzt ein anderes Gift verwenden. Jedenfalls habe ich immer einen geladenen Revolver bei mir. Auch einen Waffenschein? Ja, Sie können sich ja erkundigen. Giselle weiß, dass ich einen Revolver habe, aber sie weiß nicht, wo er ist. Sobald ich merke, dass sie mich vergiftet hat, zögere ich keine Sekunde und schieße meiner Frau mitten ins Herz.
Setzen Sie sich. Danke. Maigret? Chef, sie ist draußen und wartet auf ihn. Nein, Jenny, seine Schwägerin. Schrei nicht so. Ich bin ja nicht schwerhörig. Sprich doch wie ein normaler Mensch. Gut. Sie ist nicht mit ihm gekommen. Wahrscheinlich hat sie angenommen, dass er bei Ihnen ist. Soll ich die beiden beschatten, wenn sie weggehen? Ja, in Ordnung. Meine Frau? Nein. Ihr Kollege war leider ein bisschen zu leise. Komisch. Ich glaube Ihnen kein Wort, Kommissar. Und Sie glauben mir nicht. Wollen Sie sich nicht doch noch mal untersuchen lassen? Von einem Psychiater? Ja, aber von einem Gerichtspsychiater. Jetzt noch? Nein, das ist zu spät. Morgen früh. Dann müsste ich heute noch im Geschäft Bescheid sagen. Unterschreiben Sie eine Erklärung, dass Sie sich aus freiem Willen dazu entschlossen haben. Wenn es unbedingt sein muss. Warum denn so ängstlich? Sie sind doch auch freiwillig zu mir gekommen. Und jetzt beantworten Sie mir noch ein paar Fragen. Einverstanden? Wenn Sie mir glauben, sehr gern. Ich werde mir Mühe geben. Lieben Sie Ihre Frau? Nein. Haben Sie sie früher geliebt? Zumindest habe ich es mir eingebildet. Und was war vor Ihrer Ehe? Würde mich interessieren. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Sehen Sie, als ich noch jung war, hatte ich kaum Gelegenheit, andere Frauen kennenzulernen. Ich wollte beruflich vorwärts kommen und kannte nur meine Arbeit. Ja, ich verstehe. Sie wollen also sagen, Sie waren ein Einzelgänger, bevor Sie geheiratet haben. Vielleicht. Aber ich möchte nicht unbedingt behaupten, dass ich ein Sonderling war. Jedenfalls, als ich damals Giselle kennenlernte, sah ich in ihr die ideale Frau. Sie war genau mein Typ. Später habe ich gemerkt, dass sie in keiner Weise meinen Vorstellungen entsprach und dass ich mich durch gewisse Äußerlichkeiten habe blenden lassen. Hat Ihre Frau Sie geliebt? Ja, ich habe es eine ganze Zeit lang geglaubt. Und wann haben Sie festgestellt, dass es ein Irrtum war? Vor etwa 2 Jahren. War das in der Zeit, als Ihre Schwägerin zu Ihnen gekommen ist? Genau. Von da an haben Sie an der Liebe Ihrer Frau gezweifelt? Ja, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich ja keine Vergleichsmöglichkeiten. Weiter? Ich war vorher nicht gerade unglücklich und habe mein Los mit einer gewissen Fassung getragen, weil ich fest überzeugt war, dass alle Frauen so sind wie Giselle. Wie ist sie denn? Egoistisch, habgierig, falsch, kalt. Zu meiner eigenen Beruhigung hatte ich mir eingeredet, dass sich die anderen Frauen nur verstellen. Wie jeder Mensch hatte ich eine bestimmte Vorstellung von der Ehe oder von der Liebe. Und dann merkte ich, dass doch nicht alle Frauen so sind wie Giselle. Und da bekamen sie dann plötzlich den Tick mit dem Gift. Ein Tick ist nicht gerade das richtige Wort für so eine ernste Sache. Na, macht nichts. Ich fürchte, Sie machen sich ein falsches Bild von meiner Frau. Sie ist ein Mensch, der immer nur die nächste Sprosse der Leiter vor Augen hat. Zuerst war da der junge Mann, der sie von Rouen nach Paris gebracht hat. Sie beschloss zu heiraten, als ihr das Leben in der Großstadt als alleinstehendes Mädchen zu schwierig wurde. Und jetzt würde sie alles tun, um eine reiche Witwe zu werden. Sie wissen vielleicht schon, ich habe eine sehr hohe Lebensversicherung abgeschlossen. Sie werden bestimmt auch Monsieur Harry kennen. Er ist Ihr Liebhaber. Sind Sie sicher? Ich habe festgestellt, dass Sie in einem Hotel zusammen übernachtet haben. Und Sie haben nicht die Scheidung eingereicht? Nein. Hat Ihre Frau Sie schon betrogen, bevor Ihre Schwägerin kam? Ich meine damals. Ja, aber ich hatte mich damit abgefunden. Das wollen Sie jetzt nicht mehr? Nein, denn seit damals ist doch sehr vieles anders geworden. Lieben Sie Ihre Schwägerin? Ja. Ist sie Ihre Geliebte? Nein. Liebt Ihre Schwägerin Sie? Ich habe sie nicht gefragt. Noch nicht. Sie hat ihren Mann sehr geliebt. Als er vor 2 Jahren tödlich verunglückte, hat sie einen Selbstmordversuch begangen. Wie? Mit Gas. In letzter Minute wurde sie gerettet. Wir haben sie dann bei uns aufgenommen. Ich glaube, sie war sehr froh darüber. Giselle hat ihr geraten, sie soll vergessen, was war, und sich amüsieren. Auch ich habe mir Mühe gegeben, sie ein bisschen aufzumöbeln. Das fiel Ihnen sicher nicht schwer. Allerdings, ich habe mich von Anfang an mit ihr gut verstanden. Aha. Bitte, ich möchte nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich liebe und respektiere Jenny. Weiß Ihre Schwägerin, dass Sie Ihre Frau nicht lieben? Nein. Ich habe ihr nie etwas davon erzählt. Nach außen hin war unsere Ehe ja auch glücklich. Und Sie haben für Sie beide eine Lebensversicherung abgeschlossen? Ja. Wer hat an dem Abschluss größeres Interesse gehabt, Sie oder Ihre Frau? Beide gleich. Sie geben zu, dass Sie Ihre Schwägerin lieben? Natürlich. Sie wissen, dass sie unten auf Sie wartet. Keine Ahnung, ich habe sie seit heute Mittag nicht gesehen. Weiß sie, dass Sie herkommen wollten? Nein, ich habe Ihnen nichts gesagt. Ich muss jetzt gehen. Sonst haben Sie mir nichts mehr zu erzählen? Nein, nichts. Ich erwarte Sie dann morgen um 11. Sie meinen wegen der Untersuchung? Gut, ich komme. Aber machen Sie sich keine falschen Hoffnungen, ich bin nicht verrückt. Gute Nacht.
Das war aber eine lange Sitzung. Ja. Soll das noch getippt werden? Nein, heute nicht mehr. Vielleicht brauchen wir es gar nicht. Was ist dein Eindruck? Ich glaube, zum Schluss hat er gelogen. Hm. Du meinst, als er gesagt hat, seine Schwägerin wüsste nicht, dass er hier ist? Ja. Möcht wissen, warum. Du kommst spät. Hm. Viel Arbeit gehabt? Na, es geht. Wo ist das Lexikon? Hier müsstest du irgendwo stehen. Ja, da haben wir es ja. Neurose. Mal sehen. Nach Ansicht von Professor Adler zeichnet sich der Beginn einer Neurose bei dem Patienten durch Minderwertigkeitskomplex und eine innere Unruhe ab. Die defensive Reaktion auf diese Komplexe veranlasst den Patienten sehr oft, sich mit einem eingebildeten Ideal zu identifizieren. Verstehst du das? Kein Wort, das ist mir zu hoch. Ist ja auch nicht einfach. Freud hat bestimmt eine andere Auffassung. Und Jung auch. An wen soll ich mich halten? Vielleicht an einen Aperitif. Und dann werden wir essen. Gute Idee, aber du musst auch einen mittrinken. Nein, bitte nicht. Mir zuliebe. Wir trinken beide einen Aperitif. Beide. Wann hast du dich das erste Mal bei mir eingehakt? Eingehakt? Hm? Wann hast du das Gefühl gehabt, wir beide gehören zusammen? Hm. Wann? Weißt du das nicht mehr? Selbstverständlich weiß ich das. Ich kann mich noch genau erinnern. Wir kannten uns ungefähr 3 Monate, als wir das erste Mal zusammen aus waren. Und an diesem Abend bekam ich auch den ersten Kuss von dir. Eine Woche später gingen wir dann zusammen in die Oper. Wir sahen uns Carmen an. Ich trug damals ein blaues Taftkleid. Du warst sehr großzügig und hast ein Taxi bestellt. Auf der Fahrt zum Theater hast du meine Hand gestreichelt. Nach der Vorstellung wolltest du mit mir essen gehen. Wir gingen über die Champs-Élysées, um ein hübsches Restaurant zu suchen. Ich tat so, als stolperte ich. Du hast geglaubt, meine hohen Absätze wären schuld. Mhm. Ich kam mir ganz raffiniert vor. In Wirklichkeit wollte ich mich nur bei dir einhängen. Ich habe gezittert vor Angst, aber du hast getan, als ob du es nicht merkst. Und wie ging es dann weiter? Als wir dann später das Restaurant verließen, habe ich mich wieder eingehängt. Da habe ich nicht mehr gezittert. Es wurde zur Gewohnheit. Ja. Mhm. Aber zu einer netten, finde ich. Und jetzt wollen wir essen. Mhm. Der Kaffee ist hervorragend. Den hat Jenny gemacht. Nein, dachte ich mir. Noch eine Tasse? Nein, das ist mir zu viel. Du weißt, ich muss mich wegen meines Herzens ein bisschen in Acht nehmen. Es hat mir glänzend geschmeckt. Ja, mir auch. War wirklich gut. Vielen Dank. Hast du auch zum Mittag gekocht? Mhm. Ich verstehe gar nicht, warum du immer hier herumhockst und für uns das Aschenbrödel spielst. Auf die Art bekommst du nie einen Mann. Du warst heute Mittag wieder auf dem Boulevard de Capucine. Ja, aber was Kiel? Da ist es sicher nicht schwer, jemanden kennenzulernen. Ja, aber ich habe das nicht notwendig, mein Lieber, oder? Komm, wir räumen ab. Willst du wieder mit der Eisenbahn spielen? Ja, ich versuche, die ausländischen Modelle so umzuarbeiten, dass sie auf unsere Schienen passen. Dann machst du deiner eigenen Firma Konkurrenz. Das muss nicht unbedingt sein. Wir können dieses Patent ins Ausland verkaufen. Das bringt einen Haufen Geld. Für uns? Für die Firma. Tja. Das ist doch selbstverständlich. Die Firma hat mir ja auch dieses Modell hier zur Verfügung gestellt. Jedenfalls festigst du damit deine Stellung. Ja, sehr richtig. Darum geht's. Meine Firma erwartet von mir, dass ich auch Einfälle habe. Jenny, bring die Gläser. Die will ich zuerst abwaschen. Moment! Vielleicht täusche ich mich. Und
Die Sache ist völlig harmlos. Von der Staatsanwaltschaft können wir vorläufig keine Unterstützung erwarten. Aber mir wäre wesentlich wohler, wenn das Haus heute Nacht bewacht würde. Wir beide lösen uns ab. Sie übernehmen die erste Hälfte. Warum? Sie sind doch ein paar Tage älter als ich. Ich weiß schon, du hast heute Abend eine Verabredung. Haben Sie besondere Anweisungen? Nein, ihr macht ja sowas nicht zum ersten Mal. Notiert alles, was euch auffällt. Sollen wir eingreifen, wenn was passiert? Natürlich, aber ruft mich sofort an. Und wenn jemand das Haus verlässt? Dann folgt ihr ihm und verständigt mich, wenn es möglich ist. Aber lasst euch nicht abhängen. Ich hätte Maton nicht erzählen dürfen, dass seine Frau bei mir war. Naja, nicht zu ändern. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich hoffe, ich höre nichts von euch. Xavier, hör auf. Warum? Bei dem Lärm kann man doch unmöglich arbeiten. Tut mir leid, es geht nicht anders. Diese ewige Bastelei. Die bringt ja auch was ein. An dem Auftrag, den ich hier bearbeite, verdienen wir immerhin 50.000 Francs. Wir? Die Firma. Du und er. Und du. Ich bin ja auch an dem beteiligt, was du zusätzlich verdienst. Bis jetzt habe ich die Kohlen herangeschafft. Da ist es doch selbstverständlich, dass ich an deinem Nebenverdienst beteiligt bin. Findest du nicht, Jenny? Ich weiß nicht. Hast du dir das noch nie überlegt? Nein. Ich habe übrigens festgestellt, dass du heute Abend außer Haus warst. Hoffentlich hast du dich gut amüsiert. Was? Ja. Wer weiß, vielleicht hat Jenny sogar ein Rendezvous gehabt. Zu Hause war sie jedenfalls nicht. Hast du das nicht gewusst? Von hier aus können Sie das Haus auch beobachten. Ja, da sehe ich bald alles doppelt. Wo soll ich Sie ablösen? Neben Martins Haus ist ein kleiner Hof. Von dort aus kann man sämtliche Fenster der Wohnung überblicken. Und da kommst du heute Nacht um 2 Uhr hin. In Ordnung. Wann machen Sie Ihren Laden zu? Ja, ist ganz verschieden. Sind Sie von der Polente? Ja. Das habe ich mir gleich gedacht. Handelt es sich um Martin? Vorläufig handelt es sich um niemanden. Also dann bis um 2. Wo bleibt denn unser Tee, Jenny? Ich bringe ihn gleich. Es ist schon spät. Xavier will sicher ins Bett. Du brauchst doch deinen Schlaf, nicht wahr? Ja, ich habe genug für heute. Von was? Das würde mich interessieren. Vom Leben? Von der Liebe? Von der Arbeit. Das nennst du Arbeit? Wo ist meine Brille? Keine Ahnung. Die kann nur in der Küche sein. Ja, da habe ich sie liegen lassen. Jenny weiß bestimmt, wo sie ist. Da komm her zu mir. Hast du sie gefunden? Ja. Sind in der Küche noch Zigaretten? Ich habe keine mehr. Ja, im Schrank. Hol sie mir. Du könntest wenigstens bitte sagen. Sie ist doch meine Schwester. Du bist ja sehr besorgt um sie, überschlägst dich fast vor Höflichkeit. Hier, dein Tee. Schau nicht so misstrauisch. Ich habe ihn nicht aufgegossen. Ja, stimmt. Danke. Hier. Zigarette? Nein, danke. Jenny? Nein. Schmeckt scheußlich. Ja. Ein merkwürdiger Geschmack. Nein, finde ich nicht. Und du? Ich kann ja noch mal neu aufgießen. Chef, kommen Sie bitte sofort. Nein, lass nur. Das ist nicht notwendig.
der Arzt schon da? Nein, Lucas ruft ihn gerade an. Ist er tot? Ja, Madame. Gift. Tut mir leid, Madame, aber ich muss Sie bitten, mitzukommen. Sie auch, Madame. Ziehen Sie sich bitte an. Xavier. Xavier. Also, was war? Erst ging das Licht an, hier unten im Wohnzimmer und dann oben in Madame Martins Zimmer. Dann geschah eine Weile nichts. Plötzlich ging die Haustür auf und Madame Martin erschien. Ich tat so, als ob ich zufällig vorbeigehen würde. Sie hielt mich an und hat mir erzählt, was passiert ist. Haben Sie sie vernommen? Nein. Gut. Die Schwägerin weint sich die Augen aus und Madame Martin scheint das alles gar nicht zu berühren. Hm. Nicht mal eine Tasse Kaffee bringen Sie ein. Kommissar Maigret möchte Sie sprechen, Madame. Nein, Sie nicht. Madame Martin. Ja, aber ich... Sie kommen auch noch dran. Darf ich bitten? Kaffee? Oh, Sie sind ein Engel. Ihr Mann wurde vergiftet. Und Sie glauben, ich hätte ihn umgebracht. Das habe ich nicht behauptet. Was wollen Sie also von mir? Mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Wann sind Sie gestern Abend nach Hause gekommen? So etwa gegen 8. Dann haben wir alle drei zusammen gegessen. Was? Suppe, Schinken, Salat, Käse und zum Schluss Kaffee. Hm. Ist Ihnen an dem Abend was aufgefallen? Ja, dass meine Schwester noch kurz vor dem Essen weg war. Wer hat das Geschirr abgewaschen? Die Gläser habe ich gespült. Und Ihre Schwester das andere? Ja, ich wollte, dass sie sich ein bisschen nützlich macht, damit sie nicht das Gefühl hat, umsonst bei uns zu wohnen. Und ich nahm ihr ein Buch vor. Was für eins? Das Auftragsbuch vom Geschäft. Xavier spielte mal wieder mit der Eisenbahn und machte einen Höllenlärm. Jenny kam dann auch ins Wohnzimmer und las einen Krimi. Später ging sie in die Küche, um Tee zu machen, und Xavier sofort hinterher. Warum? Er lief ihr immer nach, auf Schritt und Tritt, wie ein Hund. War er ihr Liebhaber? Glaube ich nicht. Weiter? Xavier kam dann wieder zurück. Jenny brachte später die Tassen mit dem Tee und stellte sie auf den Esstisch im Wohnzimmer. Und was hat Ihr Mann gemacht? Er beschäftigte sich wieder mit der Eisenbahn. Dabei kehrte er Ihnen den Rücken zu? Ja. Mhm. Jenny ging dann in die Küche und holte mir Zigaretten. Währenddessen habe ich meine und Xaviers Tasse vertauscht. Was haben Sie getan? Unsere Tassen vertauscht. Das habe ich oft gemacht. Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und warum haben Sie ihn dann nicht doch von einem Psychiater untersuchen lassen, wie ich vorgeschlagen habe? Dafür hatte ich meine Gründe. Übrigens wird ein Versicherungsvertrag hinfällig, wenn beim Abschluss Geisteskrankheit vorlag. Ja, stimmt, das ist richtig. Deshalb wollte ich Xavier nicht untersuchen lassen. Ja, das wäre ein Grund. Erzählen Sie weiter. Sie haben also die Tassen vertauscht? Ja, und als ich meinen Tee getrunken hatte, ging ich nach oben. Sie tranken seinen Tee und er ihren? Ja. Hm. Wissen Sie, wer heute Nacht kurz vor 1 im Badezimmer war? Ja, ich. Mir war schlecht, man hatte mich vergiftet. Sie hat man auch vergiftet? Ja, ich wachte auf, mir war hundeelend und da ging ich ins Bad, weil ich mich übergeben musste. Und Sie glauben, das Gift war im Tee? Ja. Hat Ihre Schwester auch über Übelkeit geklagt? Nein. Und sie hat Ihren Tee ausgetrunken? Bis auf den letzten Tropfen. Erzählen Sie weiter. Ich habe ihn sterben sehen. Sie waren dabei, als er starb? Wieso denn? Ich konnte nicht einschlafen.
weil mir immer noch sehr übel war. Ich wälzte mich im Bett herum. Plötzlich fiel unten im Wohnzimmer ein Stuhl um und ich hörte meinen Mann laut stöhnen. Ich lief sofort runter. Xavier lag auf dem Boden und bedrohte mich mit seinem Revolver. Er wollte sie also erschießen. War er dazu noch in der Lage? Er hat's versucht. Er torkelte wie ein Betrunkener auf mich zu. Dabei lallte er noch irgendwas, aber ich habe leider kein Wort verstanden. Er war schon nicht mehr ganz bei Sinnen. Plötzlich bäumte er sich auf und war tot. Und dann? Mir war sofort klar, dass sie mich verdächtigen würden. Als ich beschloss, die Polizei zu verständigen, traf ich einen ihrer Leute vor meiner Haustür. Wo war Ihre Schwester? In ihrem Zimmer. Die ganze Zeit? Ja. Das hat mich auch gewundert. Sie muss doch den Lärm gehört haben. Hm. Sie sagten mir, dass Sie Ihren Mann geliebt haben. Ja, ich mochte ihn ganz gern. Lieben Sie Monsieur Harry? Aber ich bitte Sie, Kommissar, wie kommen Sie denn darauf? Wir sind Geschäftspartner, weiter nichts. Sie haben nie an eine Scheidung gedacht, um ihn zu heiraten? Nein, er ist mit einer reichen Frau verheiratet und wir brauchen ihr Geld fürs Geschäft. Das ist natürlich ein Grund. Sie haben nie mit dem Gedanken gespielt, Ihren Mann umzubringen. Nein, und wenn, würde ich es Ihnen nicht verraten. Ist doch nicht mehr wichtig. Denn Sie haben Ihren Mann nicht umgebracht. Picard? Ja? Madame Martin soll nebenan warten. Vielleicht brauche ich sie noch mal. Gehen Sie rüber ins Nebenzimmer. Kommen Sie bitte. Sie haben mir sicher einiges zu sagen. Ich bin ganz durcheinander. Ich verstehe das alles nicht. Wie konnte sowas nur passieren? Sind Sie sich über die Folgen im Klaren? Ja. Erzählen Sie. Oder wollen Sie einen Anwalt? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich werde Ihnen helfen. Sie wollten eigentlich Ihre Schwester vergiften. Ja. Weil sie Martin liebt. Und weil Giselle ihm das Leben zur Hölle gemacht hat. Sie hat ihm dauernd eingeredet, er wäre verrückt. Am Schluss hat Xavier selbst geglaubt, er wäre krank. Sie haben ihn doch gestern Abend hier getroffen, hier am Quai des Orfèvres. Hat er Ihnen da gesagt, dass er morgen früh zur Untersuchung kommen soll? Ja, aber er hatte Angst davor. Er glaubte, Sie würden ihn hier behalten. Er befand sich zweifellos in einem sehr labilen Zustand. Hätten Sie ihn denn wieder gehen lassen? Nein, ich glaube nicht, Madame. Aber nicht, weil ich ihn für geisteskrank hielt, sondern weil ich ihn vor einer unüberlegten Handlung schützen wollte. Als Sie gestern Abend in der Küche waren, um den Tee aufzugießen, kam Ihr Schwager dazu? Da war der Tee schon in den Tassen. Was tat Martin in der Küche? Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat irgendwas in der Schublade gesucht. Ich stand mit dem Rücken zu ihm. Vielleicht wollte er auch nur sehen, ob der Tee schon fertig war. Dann ging er wortlos wieder hinaus. Und da haben Sie das Gift geholt? Ich hatte nur den einen Gedanken, ihn vor der Nervenklinik zu bewahren. Sie schütteten das Gift in eine Tasse und setzten diese dann später Ihrer Schwester vor. Stimmt's? Ja. Oh, es war schrecklich. Ich höre jetzt noch sein Stöhnen. Waren Sie oben in Ihrem Zimmer? Ja, ja. Warum sind Sie nicht runtergegangen? Weil ich Angst hatte. Ja. Daraus habe ich geschlossen, dass Sie es waren. Aber ich wollte ihn ja gar nicht umbringen. Ich weiß. Zunächst hielt ich das Ganze für einen raffinierten Versicherungsbetrug.
Aber nach dem letzten Besuch ihres Schwagers wurde mir klar, dass er an einer schweren Neurose litt. Schuld an diesem krankhaften Zustand war die Gefühlskälte seiner Frau, aber sie hat nie daran gedacht, ihn umzubringen. Als er in der Küche war, hat er sich, ohne dass sie es merkten, eine kleine Dosis von dem Gift geholt und es später dann heimlich in seine Tasse geschüttet. Nicht viel, aber immerhin so viel, dass ihm davon übel werden konnte. Er wollte der Polizei damit beweisen, dass der Verdacht gegen seine Frau begründet war. Ach, jetzt verstehe ich. Nachdem er diese furchtbaren Schmerzen bekam, nahm er an, dass seine Frau noch zusätzlich Gift in seine Tasse getan hatte. Das war ein Irrtum. Denn als sie in die Küche gingen, um Zigaretten zu holen, hat ihre Schwester die Tassen vertauscht. Aus Vorsicht. Ich habe ihn umgebracht. Wie furchtbar ist das alles? Ich kann so nicht weiterleben. Sie brauchen mich also nicht mehr? Sie sind mitschuld an seinem Tod. Aber das müssen Sie vor sich selbst verantworten. To me.